Ja, dunkle Erinnerung. Na gut, gegen jetzt Chris ist es einfacher als mit dem Pius. Weil der Pius, da hat ja keinen Granatwerfer bei sich gehabt. Diese Gegend, da werdet ihr gleich sehen, warum. Mann, ach, war diese Gegend auch krass gerade. Luftschleuse aktiviert. Forschungsblockverbindung eingeleitet. Bitte warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nein. Hallo, Fremder. Ada? Ja, ich bin's. Oder eher, ich war es. Betrachten Sie das als Abschiedsgeschenk. Sie sind weit gekommen. Sie müssen von der BSA abreisen. Wobei das unwichtig ist. Sie können mich nicht aufhalten. Keiner kann es. Eine Rakete. Und die Hälfte kann der andere sein. Ein neues Eben. Für meine letzte und größte Schöpfung. Er wird in der Asche der brennenden Städte gedeihen. Und alle bezwingen, die noch übrig sind. Er wird herrschen als König. Ich fürchte, dass diese Schöpfung kein Kuscheltier ist. Nein, dazu müssen wir nach oben. Dann sind wir allein. In Ordnung. Holen wir Jack und Sherry hier raus. Kommen Sie. Verstanden. Okay. Warten bitte, das ist Säure, müssen wir wissen. Aua. Hebel! Mehr Kokons brauchen wir nicht! Mist, es sind so viele! Ja. Wir müssen einfach durchhalten! Na gut, dass wir Punkte wieder sammeln kann. So. Nächste hier bringen am meisten Punkte ein. Kommt gebraucht. Okay, Munition. Nein? Oh, komm, komm, das Nest einfach nur vorne. Das ist denn los, ich hasse Luftdruck normalisiert. Verbindung abgeschlossen. Sicherheitssperre aufgehoben. Geht klar, gehen wir kämpfen. Ganz be- Pius? Pius, 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 Pius! Mann, Pius, was machst du? Komm doch! Pius, komm! Komm! Bitte snipern, das ist so krank. Ja, klar. Pius? Captain! Das wird glaube ich gar nicht.
Nein. Ja, der Sniper wieder. Pierce. Pierce! Pierce! Bei dich. Danke. Na gut, zweier Heiler. Okay, jetzt ist der andere da oben. Was, herrlich. Nee, jetzt hab ich keinen Bock. Komm her, Pierce. Jetzt hab ich keinen Bock. Ja, nö. Ich hätte zwar unendlich farmen da können, aber nein, danke. Nicht. Es ist wohl langsam zu viel. Chris! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Chris, sag's ihnen! Sie sind ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wo? Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los. Schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jag ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Mit der Waffe. Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Nicht stoppen. Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft. Haben wir probiert. Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Da haben wir ein riesiges Problem.
So, dann gehe ich den Fahrstuhl. Hier lang! Schnell, hierher! Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Wesker hat es nicht anders verdient. Sie haben das Richtige getan, für das Wohl der Menschheit. Aber er war sein Vater. Wer hatte das Glück auszumissen? Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Sorry, es war nie leicht, mein Partner zu sein. Sobald wir hier raus sind, wird es nicht mehr. Jake. Spar dir die Vorträge, okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Ich wollte das genau. Wenn das vorbei ist, sprechen Sie. Das ist meine Sache. Ich werde jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Genau. Oh, den Panzerabwehr. Den Panzerabwehrteil, das ist krank damit. Wow, Sniper. Ja, der mit Raketen, warum muss ich da sterben? Aua. Ohne mit dir. Ja, mit der Snapper, die hat, die ist so wesentlich praktischer. Und jetzt, wie gesagt, da seht ihr mal die andere Seite, die mit Pierce und Chris ist.